Hallo ihr Lieben, hier ist wieder von Herzen. Und heute ist es eine Art der Besinnung. Ich verstehe in Deutsch manchmal das Wort Besinnung bedeutet eine gewisse Traurigkeit. Aber ich spreche nicht von der Besinnung der Traurigkeit. Ich spreche von der Besinnung als im Sinne zu den Sinnen kommen. Was sind deine Sinne? Was fühlst du? Was ist los bei dir? Wie fühlt sich diese Welt an? Wie fühlst du dich an? Die Besinnung zum Selbst, das ist die Zeit, in der wir leben. Und das Selbst ist nicht nur diese Persona, dieser Franz oder diese Erika, sondern das ist viel mehr als das. Die Besinnung ist auch das Erwachen. Das Erwachen zu der Bewusstheit oder dem Superbewusstsein. Dieses Superbewusstsein und die Bewusstheit, dass wir unendlich sind, in der Form unserer Präsenz, total leer, nur mit der Präsenz des Ich Bin. Und dann ist dort unser Leben, das wir leben. Die Verbindungen, die wir haben, die Veränderungen, die wir erfahren, unter dem Fluss oder gegen den Strom, in dem wir schwimmen. So, wie sieht das bei dir aus? Dein Leben und deine Unendlichkeit. Das nenne ich heute die Besinnung von Herzen. Und wenn dich sowas interessiert, du kannst diese Dinge lesen in Ramana Maharshi. Du kannst Dinge lesen über das Leben in lebendigen Systemen, in Spiral Dynamics. Und natürlich, du kannst es auch finden in den spirituellen Dingen. So, was ist Besinnung? Besinnung ist die Wahrheit finden in sich selbst und die Komplexität des Lebens und des Seins zusammenzubringen, zusammenzuführen und in sich zu bringen, die Synchronisation. So, für diese Besinnung, was möchtest du gehen lassen? Was scheint in deinem Weg? Wie kannst du leer werden und trotzdem dein Leben genießen? In dieser Zeit. Und warum bist du hier? Was hast du versprochen, zu dieser Welt zu bringen, in dieser Zeit der großen Veränderung? Ich freue mich, von euch zu hören. Lasst mich wissen, wie sich das anfühlt und wie die Besinnung der Sinne und der Freude zu dir kommt. Ich freue mich, eure Anfragen, eure Kommentare zu beantworten und mit euch in Kontakt zu sein, zur Besinnung der Sinne, der Unendlichkeit und des Lebens.